Es sitzt auf der Bank ein alter Mann. Und neben ihm sitzt ein kleiner Junge. Und der sagt, hallo Sir, das sind ja blöde Tätowierungen auf Ihren Arm. Nur Zahlen. Ja, die habe ich bekommen, als ich ungefähr so alt war wie du. Ach so, und Sie haben die behalten? Als eine Erinnerung an schöne Zeiten? Nein, an eine Zeit, wo die Welt verrückt geworden war. Stell dir vor, du lebst in einem Land, wo deine Mitbürger die Stimme politischer Extremisten folgten, die deinen Glauben nicht mochten. Stell dir vor, dass dir dein ganzes Haben entnommen wird, deine ganze Familie in ein KZ-Lager geschickt wird, um als Sklaven zu arbeiten. Dann systematisch in diesem Ort ermordet wird. Und das hieß der Holocaust, als Millionen Menschen ums Leben kamen, nur wegen ihrem Glauben. Ach so, Sie haben das behalten, um sich selber zu erinnern. Nein, mein Lieber, um dich daran zu erinnern. Mein Name ist Eva Weil. Ich erzähle heute meine Geschichte während dem Zweiten Weltkrieg als Überlebende vom Holocaust. Ich bin Niederländerin. Ich bin geboren in Arnheim. Meine Eltern waren aber Deutsche. Und so war meine Muttersprache ursprünglich Deutsch. Aber Sie hören ja doch den kleinen holländischen Akzent. Ich erzähle den Schülern meine Geschichte von meinen Eltern und von mir, wie wir in den Niederlanden im KZ Westerbork gefangen waren, mehr als 3 Jahre. Wir haben das überlebt, aber wir hätten 3-mal mit einem Zug nach dem Osten abfahren sollen. Und das ist ein Wunder, dass das nicht geschehen ist, darüber erzähle ich. Und auch, was das für ein Dorf war, wo man lebte, über 10.000, 15.000 Juden. Und was für ein betrügerischer Schein der Obersturmführer dort hervorgerufen hat. In den 30er Jahren hatte die Familie Weil ein Kaufhaus in Kleve. Und wenn ich in Kleve bin, dann ist das immer mit großem Stolz, dass ich sage, das Gebäude, es ist nicht mehr ganz das gleiche, aber in der großen Straße in Kleve steht das Gebäude auf dem gleichen Platz. Und das ist heute Galeria Kaufhof. Und das war damals das Kaufhof Weil. Ich möchte jetzt erklären, wie in den beiden Familien, wo ich herkomme, der jüdische Glauben ausgeübt wurde, bei dem einen Familie Weil und bei der anderen bei der Familie Wolf. Denn die Familie Weil war eine gläubige Familie. Die Juden, die gingen in die Synagoge, wir wissen, das ist die jüdische Kirche, gingen in die Synagoge. Da wurde richtig mit Traditionen des jüdischen Glaubens gelebt. Nicht extrem, aber gläubig. Meine Mutter dahingegen, die aus Freiburg-Breisgau kam, die kam aus einer Familie, die völlig assimiliert war. Assimiliert, das heißt,
alles ja eigentlich wie jeder deutscher Nichtjude gelebt haben. Die haben Weihnachten gefeiert, nicht wie bei den Juden Chanukka. Ist alles das Gleiche, das sind die Festtage vom Licht und dann zündet man die Kerzen an. Die Familie Wolf, das ist der Mädchenname von meiner Mutter, die lebten ja wie die Christen und hatten jüdische Freunde und hatten christliche Freunde und ja, waren nicht gläubig. Denn ein Jude ist für immer Jude, ob er gläubig ist oder nicht. Denn Jude sein hat eigentlich wenig mit dem Glauben mehr zu machen, zu tun. Ich bin Jüdin, ich bin nicht gläubig, aber ich bin 100% Jüdin, ich bin sogar Atheistin. Gut, zurück zu 1933. Wie gesagt, mein Großvater David Weil, der zusammen mit seinem Bruder das Geschäft führte, der war ein sehr wichtiger Mensch in Kleve. Der war Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Sie hatten auch eine wunderschöne Villa, ein großes Haus. Da steht nichts mehr, das war an der Lindenallee in Kleve. Da stehen jetzt 4 Häuser. So groß war das Grundstück. Es war eine wohlhabende Familie. Und dann kam Hitler an die Macht. 1933 Januar. Er hatte immer schon gesagt, er wollte eigentlich die Juden weghaben. Er wollte, dass es ein Deutschland gäbe ohne Juden. Es lebten zu der Zeit 500.000 Juden in Deutschland. Die konnte man eventuell verschiffen. Das hat er in Gedanken gehabt. Madagaskar war eine große, leere Insel. Daran hat er gedacht. Aber erst hat er angefangen, es den Juden eigentlich so schlimm wie möglich zu machen, damit so viel wie möglich Juden von selbst wegzogen aus Deutschland. Und einer der ersten Sachen, April 1933, das war ein eintägiger Boykott der jüdischen Geschäften. Das war überall in allen Städten so. In allen Städten gab es einen großen Boykott. Es war furchtbar. Es war nicht nur, dass da boykottiert wurde. Es wurden auf den Fenstern wurde Jude geschrieben. Es war schlimm. Und weiterhin wurden es den Nichtjuden verboten, bei Juden zu kaufen. Ab und zu will ich mal eine Geschichte erzählen, die nach dem Krieg stattfindet. Die Deutschen, die kauften also immer weniger in unserem Laden und alle Läden. Was passiert, wenn man nicht mehr bei den im Laden Käufer hat? Dann macht man Bankrott. Wenn man Bankrott hat, dann hat man kaum mehr Geld. Und die Juden wollten in der Zeit natürlich gerne emigrieren. In 1933, 34, 35 konnte man noch emigrieren und einiges mitnehmen. Später musste man alles abgeben, was man hatte. Und man konnte auch noch, weil noch nicht so viele wegzogen, in anderen Ländern reinkommen. Die Deutschen, Deutschland, ab 1949, so 4, 5 Jahre nach dem Krieg, fingen an, Prozesse zu führen, das heißt, die Juden fingen an, Prozesse zu führen gegen den Staat, um eine Wiedergutmachung zu bekommen. In Deutschland lief alles schon sehr gut. Der Wiederaufbau lief gut. Und so waren die Maßnahmen, dass die Juden verlangen konnten, dass man eine Wiedergutmachung bekam. Und so hat mein Vater das auch getan. 1950,
1951, wir lebten in Arnheim und er hatte deutsche Rechtsanwälte genommen und wollte also gerne Wiedergutmachung. Er hatte zufällig Papiere noch vom Besitz dieser schönen Villa. Na, da konnten natürlich die Richter nichts dagegen tun. Denn wer waren die Richter? Wer waren nach dem Krieg verfügbar? Keine Nazis? Nein, nur Nazis. Es gab keine andere. Sogar Konrad Adenauer in seinem ersten Kabinett hatte wichtige Nazis. Es gab keine andere, hat er gesagt, und die wussten noch was von früher. Waren die dann plötzlich nicht mehr antisemitisch? Von wegen, waren genauso antisemitisch wie zuvor. Groß war in der Zeit die Denazifizierung. Ich habe dann immer einen schönen Cartoon. Da sieht man, wie die braunen Böcke oben in einer Entnazifizierungsmaschine reinhüpfen und als weiße, unschuldige Lämmer unten rauskommen. So geschah. Gleiche Bock tat, als ob er unschuldig war. Und da saßen die Richter und die mussten beurteilen, ob dieser Jude so viel Geld zurückbekommen sollte. Also gut, wie gesagt, um diese Villa kamen die nicht umher. Aber bei diesem Kaufhaus, da hatte mein Vater keine Papiere mehr. Und da hat er kämpfen müssen, um zu sagen, er hatte ja Anwälte, dass in jeder Gemeinde, in jedes Standesamt kann man zurückfinden. Das Haus, Kaufhaus Weil, gehörte der Familie Weil. Die Richter haben es meinem Vater sehr, sehr schwierig gemacht. Irgendwann haben die so gesagt, Herr Weil, wir sind Sie momentan langweilig, wir wollen Sie nicht mehr sehen. Es hat Jahre gedauert, bis er dann doch auch Wiedergutmachung bekommen hat. Hitler, der hat viele Maßnahmen genommen, um den Juden die Existenz in Deutschland unmöglich zu machen. Und wir kennen das als die Nürnberger Gesetze. Er konnte alles machen, er hatte volle Macht. Und die Nürnberger Gesetze, womit er sofort anfing, das war, jeder Beamte, der Jude war, sofort zu entlassen, ohne Geld. In den Schulen mussten die jüdischen Kinder weg. Und wenn man dann sieht, wie die verhöhnt wurden, dass da auf die Tafel geschrieben wurde, der Jude ist unser größter Feind. Und da stehen zwei unschuldige junge Schüler und müssen das anhören von ihren Schülern, von den Lehrern. Es ist furchtbar. Und so war es überall. Mein Vater arbeitete in der Zeit in Aachen und da liefen man mit Spanntüchern durch die Stadt. Die Juden sind unser Verderben. Da wusste mein Vater sofort, ich muss hier weg. Dann haben mein Vater und Mutter haben geheiratet in 1934. Und wie ich schon erwähnt habe, sind dann nach Arnheim umgezogen. Aber meine Großväter hatten im Ersten Weltkrieg gekämpft. Gekämpft für Kaiser, Volk und Vaterland. Und die meinten, uns kann nichts passieren. Mein Großvater Weil hatte sogar ein eisernes Verdienstkreuz bekommen. Und die meinten, wir werden geschützt, wie immer, wenn man so außerordentlich gefochten hat für das Vaterland. Ich habe noch alte Bilder von denen und dann kann man sehen, was für Männer das waren.
Denn der eine sitzt im Liegestuhl und ist ein Passiver, das ist der Großvater Weil aus Kleve. Der andere ist, der steht und er hat mich auf die Schultern und das ist der aktive Großvater Wolf aus Freiburg. Der Weil, der hat nie mit mir gespielt. Und der Wolf aus Freiburg, der hat mit mir gespielt. Der hat mir sogar rechnen gelehrt. Der hat mir, ich weiß immer noch, dass er mir gesagt hat, wenn du eine Straße überquerst, welche Richtung musst du erst schauen? Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, man sagt immer rechts, sage ich jetzt links. Und das war richtig und das ist mir immer beigeblieben. Und so sind meine Eltern nach Arnheim und ich bin also geboren 1935 und meine erste Sprache war Deutsch. Und dann war November 1938. Die Nacht vom 9. auf 10. November, wo die Synagogen brannten. Früher hieß das Kristallnacht. Bei uns in Holland heißt es immer noch Kristallnacht. In Amerika heißt es Kristallnacht. Aber was denkt man sich bei Kristall? Glas. Ja, es wurden tausende Geschäfte zerstört. Aber es wurden auch über 100 Juden ermordet in der Nacht. Und es wurden 30.000 Juden verschleppt in die ersten Konzentrationslagern wie Dachau und Buchenwald. Und so hat die deutsche Regierung entschlossen, bereits vor, ich weiß es nicht, 10 Jahren, ist nicht mehr Kristallnacht zu nennen, sondern Pogromnacht. Ich sage immer, wer weiß, was Pogrom bedeutet? Pogrom bedeutet, es kommt aus dem Russischen. Und es bedeutet Verwüstung mit Mord. Und so war es. In allen Städten brannten die Synagogen und die Feuerwehr durfte nicht ausrücken. Ausnahme war, wenn das anliegende Haus auch drohte zu brennen und das nicht einem Juden gehörte. Sofort nach dieser Pogromnacht, da kam eine Verordnung von Hitler, dass die Juden, die dann noch in Deutschland lebten, es waren natürlich nicht mehr 500.000, es waren vielleicht 200.000. 1 Milliarde Reichsmark, das mussten die übrig gebliebenen Juden, mussten das als Sühneleistung bezahlen. Meine Großväter, dann wussten die, die konnten nicht mehr in Deutschland bleiben. Und da entschieden sie sich, um nach Holland zu kommen. 1939 war das Jahr, wo die Großväter nach Arnheim kamen. Und das waren natürlich Flüchtlinge. Und viele jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich kamen auch in die Niederlande. Und die Niederlande musste irgendeinen Platz für die machen. Und so entstand das spätere Lager Westerbork. Der Platz Westerbork, da hat die holländische Regierung ein Stück Grund gegeben für die Flüchtlinge, die selber ihre Baracken bauen mussten. Denn es war eigentlich eine Zeit, wo die Flüchtlinge warteten, dass sie eine Genehmigung bekamen, um auszuwandern. Denn im Allgemeinen wollten die auswandern. Als dann in 1940, im Mai, die Deutschen uns besiegt haben und die Juden zusammen haben wollten, da brauchten die nur noch einen Zaun, um
das Lager Westerburg zu machen. Und da hatte man ein KZ. Hitler hatte also immer die Idee gehabt in Deutschland, ich will die weghaben, Untermenschen, eventuell evakuieren. Aber 1939 hat er den Krieg angefangen mit Polen. Da kamen 3 Millionen Juden auf ihn zu. Die kann man nicht alle evakuieren nach Madagaskar. 1940 hat er also die westlichen Länder besetzt. Da kamen wieder so 1,5 Millionen Juden auf ihn zu. Und dann, im Juni 1941, hat er den Krieg mit Russland angefangen. Ich glaube, es waren sogar 5 Millionen Juden, die dort lebten. Und so wurde geplant, systematisch, ein Jahr zuvor, um die Juden zu töten. Die Industrialisierung des Mordes. Ich sage das immer sehr, sehr deutlich. Es war noch nie in der Geschichte so was geschehen. Es hat das noch nie gegeben. Und deswegen sage ich immer nie wieder Auschwitz. Es darf nicht wieder geschehen. Sowas, dass jeder mitmacht. Einfach die Wehrmacht hat mitgemacht. Die Juden in Polen wurden einfach erschossen. Und nachher, man weiß, was in den Vernichtungslagern passiert ist. Dies war einmalig, was geschehen ist. Es hat es noch nie zuvor gegeben. Wir mussten also nach Westerburg. Und wir sind im Zug. Und auf der Landeskarte kann man sehen, wo Westerburg liegt. Im Norden, östlich, nicht weit von der deutschen Grenze. Anfangs 1942, da mussten wir ins Lager. Es war eiskalt im Januar, Ende Januar, und wir trugen viele Sachen übereinander. Und ich hatte ein Mäntelchen von einem Wollstoff. Und meine Mutter hatte die Metallknöpfe abgenommen von diesen Mäntelchen und hatte von einem Stoff selber Knöpfe gemacht. Sie hatte rein in dem Material hatte sie rohe Diamanten getan. Und dann hatte sie den Stoff drumherum gewickelt und das wurde genäht auf mein Mäntelchen. Ich wusste von nichts, hatte keine Ahnung. Und so trug ich Knöpfe aus Stoff und drinnen waren Diamanten. Ich hatte keine Ahnung. Als wir ins Lager kamen, wurden alle untersucht auf Schmuck. Denn die Deutschen wussten, die Juden, die hatten Schmuck in den Säumen von den Mänteln und im Futter. Und das zerrissen die auch. Meine Knöpfe hat jeder in Ruhe gelassen. Meine Geschichte geht weiter nach dem Krieg. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, 1945, denn wir haben den Krieg überlebt, das habe ich schon mal erzählt. Und so hat das Mäntelchen überlebt. Aber nach dem Krieg konnte man nichts anfangen mit viel Geld wert, hohe Diamanten. Und meine Eltern haben das im Schließfach bei der Bank eingeschlossen. 10 Jahre nach dem Krieg, 1955 ging es den Eltern wieder gut. Und dann sagte meine Mutter zu meinem Vater, hör mal, jetzt möchte ich gerne meinen ersten Diamantring haben. Wir haben ja noch die Diamante. Und den trage ich. Den hat meine Mutter mir gegeben vor 20 Jahren erst.
und hat damals auch die Geschichte erzählt. Ich hatte nie eine Ahnung, sie hat nie daran gedacht, mir die Geschichte zu erzählen. Und ich trage den Ring, jeden Tag, immer. Und ich erzähle diese schöne Geschichte vom Ring. Ich habe 3 Enkelinnen. Und die erben natürlich, wenn ich nicht mehr da bin, erben die meinen Schmuck. Aber nicht den Ring. Dieser Ring, den habe ich vermacht an das Museum von Westerbork. Da ist eine Gedenkstätte, wunderschöne Gedenkstätte. Und dort im Museum wird dieser Ring sein, wenn ich nicht mehr da bin. Damit die Jugend immer, wenn die dort besuchen, ins Museum meine Geschichte hören können. An denen habe ich meinen Ring vermacht. Der Zug fuhr uns nicht bis ins Lager. Die Schienen waren noch nicht durchgezogen. Wir mussten 2 Stunden laufen, in der furchtbaren Kälte, mit dem Gepäck. Denn wie gesagt, wir mussten alles tragen. Wir mussten sogar Decken mitnehmen, weil man dort im Lager zu wenig Decken hatte. Und endlich kamen wir im Lager. Und ich war kalt und ich war müde und ich hatte keine Ahnung, was mich dort erwartete. Nach der Registration, dann kamen wir in unsere Baracke. Und da fing für mich wirklich die schreckliche Zeit an. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man als Kind geschützt gelebt hat und man hat gesagt, wir ziehen um, dann erwartet man natürlich etwas Schönes. Und was dort war, das war furchtbar. Es waren nur Betten ganz nah aneinander. Es waren kaum Tische und es waren keine Schränke. Und da war ein Geschrei. Ich war mit meiner Mutter zusammen in einer Baracke. Mutter und Kinder waren zusammen. Männer waren dann separat. Zum ersten Mal war ich getrennt von meinen Eltern. Und es war grausam. Jeder wollte natürlich oben liegen, weil es dort mehr Luft hatte. Naja, ich war ein kleines Kind, 6,5. Ich musste also natürlich unten liegen. Und ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte noch nie im Leben Angst. Es war so unnatürlich, in einem Bett zu liegen, wo man kaum eine Decke hatte, wo die Matratze so dünn war. Es tat weh. Und die Wäsche hing von den anderen Leuten. Es war keine Heizung. Es war kalt. Und mir war es grausam. Aber gut, ich war wenigstens mit meiner Mutter zusammen. Als Kind damals, 1942, war natürlich was ganz anderes als heutzutage. Heutzutage wissen Kinder so viel, denn da wird drüber geredet. Aber das war damals nicht. Kindern wurden unwissend gehalten. Und so hatte ich keine Ahnung, warum wir so furchtbar dort leben mussten. Das Lager war voller Baracken. Lange Baracken, die waren ungefähr 80 Meter lang. Es gab auch kleinere Baracken. Das waren, wie man nannte, die Häuschen. Da wohnten die Juden, die erst dort waren, die ja selber diese Baracken gebaut hatten. Jeder lief in diesem Dorf in normaler Kleidung. Normale Kleidung hatten wir. Und wenn wir ein Fest hatten, einen Geburtstag, dann hatte man immer für mich auch ein hübsches kleines Kleid. Irgendwie hat man das dann gefunden, denn die armen Leute, die verschickt wurden, die verschleppt wurden, deren Garderobe blieb hinter, die war für uns, die konnten kaum was mitnehmen. Und dann suchte man sich aus, was einem gefiel. Und so hatte ich ab und zu wieder neue Kleider.
meine Eltern natürlich auch. Die Eltern arbeiteten von 7 bis 12:30 und dann war für alle Mittagspause. Mindestens eine Stunde, eineinviertel Stunden. Und dann trafen wir uns und da gab es Brot und Marmelade und vielleicht manchmal ein wenig Käse. Man war aber nicht so verwöhnt, ich sicher nicht in der Zeit. Und ich hatte genügend zu essen. Erwachsene hatten nicht genügend. Aber man klaute, man organisierte, wie das genannt wird, bei der großen Garküche. Es war eine Riesenküche, wo Tag und Nacht gearbeitet wurde. In 1943 waren 10.000, 15.000 Häftlinge im Lager. War natürlich eine Riesenmenge. Da wurde dauernd produziert. Und da war nicht genug für jeden. Es waren die bevorzugt waren. Und das waren die, die im kleineren Häuschen wohnten. Die konnten sich eher was organisieren. Man musste sich waschen an so lange Waschbecken, wo dann so 20 Hahnen sind, wo man nebeneinander nackt oder halbnackt steht. Kaltes Wasser, warmes Wasser gab es nicht. Ich begriff nicht, warum in diesem Lager musste man leiden. Das war für mich mein Leiden. Und dann gab es die furchtbaren Latrinen, wie man aufs Klo musste. Löcher im Holz. Da saß man dann nebeneinander. Man roch, was der Nachbar machte. Man hörte, was der Nachbar machte. Ich fand das wirklich furchtbar. Andererseits war für mich natürlich doch das Schöne die Schule. Bis zu 12, 13 Jahren gingen wir in die Schule, wie in einem Dorf, wie in einer kleinen Stadt, hatte man einen schönen kleinen Spielplatz, wo wir sehr gerne spielten. Es gab ein Riesenkrankenhaus in Westerbork, das größte Krankenhaus in den Niederlanden. Jeder, der krank war, durfte da rein, durfte bleiben, 2 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate. Es war eigentlich alles wie in einem Dorf, kleines Dorf, wo man lebt, wo man sich zankt, wo man in die Schule geht. Alles schöner Schein. Denn wir hatten einen Obersturmführer, der sehr schlau war. Die Geschichte vom Obersturmführer beginnt, wenn er Polizist ist. Dieser Gemmeker hieß er. Der war eifrig, der wollte was leisten und der war in der Polizei ziemlich hoch. Er wurde nach Holland geschickt, um dort zu sorgen, dass die Juden in diesem Durchgangslager nach dem Osten geschickt wurden. Und er lebte in einer Villa, eine wunderschöne Wohnung, hatte er dort. Er lebte nicht alleine dort. In Düsseldorf hatte er Frau und 3 Töchter. Er lebte in seiner wunderschönen Villa mit seiner Sekretärin, seine Geliebte. Er wollte, dass alles wie am Schnürchen lief in diesem Lager Westerbork, damit man in Berlin zufrieden mit ihm war. Dann brauchte er nicht an die Ostfront. Denn bereits in 1942, als er kam, wusste er, wie schlimm es an die Ostfront war in Russland. Er war also derjenige, der auch dafür gesorgt hat, dass die Juden im Lager selber das Lager regiert haben. Er war
Der Chef natürlich, dieser Obersturmführer. Es wurde in diesem Dorf, denn es war wie ein Dorf, wurde jeden Tag gearbeitet. Jeder arbeitete. Kinder bis zu 12, 13 Jahren gingen in die Schule. Danach mussten die auch arbeiten. Es war eine Industrie. Es wurden Hemden genäht für die Armee. Flugzeuge, die runtergestürzt waren, musste man Folie von Metall scheiden. Und die Arbeiter, die bekamen 1 Liter Milch extra, weil sie so dreckige Arbeit hatten. Es war alles schöner Schein, denn jede Woche ging ein Transport mit 1500 Juden in 4 Waggons nach Polen. Und jeder hatte Angst, nach Polen fahren zu müssen. Keiner wusste genau, was dort geschah. Es war geheim, das konnte man schon sagen. Die Regierung in Westerbork, das war so eine Sache. Denn die, die die höchsten Jobs hatten, die blieben am längsten in Westerbork. Mein Vater wurde erst eingeteilt als Bauer. Man sieht ein wunderschönes Bild von ihm in einem Overall. Da sieht man auch, wie öde das ausgesehen hat. Denn er steht dort und es ist nur flach, flaches Land. Wenn man die Wächtertürme nimmt, die rund um das Lager waren, die konnten alles prima übersehen. Denn natürlich haben Leute versucht zu fliehen. Und wenn die gepackt wurden, da wurde niemand getötet. Es wurde niemand getötet in diesem Lager. Auch nicht gefoltert. Es gab nur eine Strafe und das war Transport. Da war natürlich oft, als die Deportationen angefangen hatten, dass plötzlich eine Freundin nicht mehr da war und ein Freund nicht mehr da war. Und wenn ich dann fragte, hey, wo sind die? Die sind mit dem Zug weg. Das ist, was man mir sagte. Die sind mit dem Zug weg. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Was war ich? 7, 8, 9. Ich bin ja mit dem Zug gekommen im Lager. Wenn man mir dann sagt, die sind mit dem Zug weg, dann sind die halt irgendwo anders umgezogen, so wie man mir das gesagt hat. Ich war auch nicht neugierig. Ich habe das Leben einfach so genommen, wie es war. Ich habe nie Hunger gehabt. Später habe ich von meinen Eltern gehört, dass die mir öfters von ihren Portionen gegeben haben. Das habe ich nie gemerkt. Das merkt man nicht als Kind. Aber so eine Klasse, da hatten wir verschiedene Lehrer. Das sieht man auch auf das Foto. Und eines Tages musste eine ganze Baracke mit Waisenkindern musste auf Transport. Und dann haben verschiedene Lehrer, die sowieso einzeln da waren, ohne Familie, gesagt, die armen Kinder, wir lassen die nicht alleine. Wir fahren mit nach Auschwitz. Als alle ankamen, sofort alle Kinder in die Gaskammer. Und die Lehrer, die das nicht geahnt hatten, irgendwann auch. Aber gut, ich habe das damals nicht gewusst. Und die meisten im Lager wussten nicht. Und als es 1943 war, 1944, da kamen immer mehr Gerüchte, dass im Osten Vergasungen waren. Keiner wollte das glauben. Keiner konnte das glauben. Die, die es glaubten,
Oft haben dann Fluchtversuche gemacht oder haben Selbstmord begangen. Die haben sich das Leben genommen. Und es waren ziemlich viele Selbstmorde. Sehr viele an Montagabenden, bevor am Dienstag der Zug wegfuhr. Denn am Montagabend kamen die Listen. Es gibt ein Tagebuch, wo einer, der zum Schluss auch weg musste auf Deportation, der war 3 Monate im Krankenhaus. Und er schrieb, die Gerüchte, dass man uns ermordet, das kann doch nicht wahr sein. Warum gibt man sich hier so viel Mühe, um uns gesund zu machen, um uns 2000 Kilometer weiter zu ermorden? Das ist falsche Propaganda. Das ist, was viel gemeint wurde. Wir selber haben auch einiges miterlebt. Wenn man sieht, wo die Baracken und wo der Sand, und da sieht man auch einen großen Schornstein. Und das war der Schornstein vom Kesselhaus, von der Heizung. Und so war ein Riesenschornstein. Und dieser Schornstein hat später, in 1944, unser Leben gerettet, das erzähle ich noch. Aber wir waren natürlich auch auf der Liste für Deportation. Wie wurden die Listen zusammengestellt? Die Administration, die musste also die Leute auf Listen schreiben. Jeder, der kam, wurde registriert. Und das war Karten. Und die Karten waren in der Kartei. Und dann holten die Juden selber, alle, mehrere, Namen raus. Und wenn zum Beispiel der Name Hans Weil von meinem Vater rausgenommen war, dann steht da Margot Weil, die Ehefrau, und Eva Weil. Und so macht man die Listen. Und ziemlich im Anfang, da kam ein Bekannter von meinem Vater, der auf der Administration arbeitete, zu ihm und sagte, du Hans Weil, ich hatte deinen Namen aus der Kartei für die Liste. Ich habe den Namen, die Karte wieder weggelegt, damit du es weißt. So ist das erste Mal ganz einfach. Wurden wir nicht auf der Liste geschrieben. Draußen auf den Felden, einer der größten Produktionen, Ernten, waren Kartoffeln. Holland ist sowieso ein Kartoffelland. Frankreich lebt vom Brot, Holland lebt von Kartoffeln. Und wenn dann Sommer war und die Kartoffeln mussten geerntet werden, dann wurde jeder eingesetzt, um aufs Land arbeiten. Und das sieht man auch, fröhliche Damen und Kinder mussten auch helfen. Man brauchte tagsüber nicht zurück ins Lager zum Essen. Nein, man hatte eine Maschine, die Kartoffelsuppe macht. Eine dicke Kartoffelsuppe, davon kann man den Tag leben. Die Fresskanone wurde sie genannt. Und das war wieder schöner Schein, als ob es alles nur eine kurze Weile war. Und man dachte auch im Osten, es wird schlimmer sein als in Westerbork. Deswegen wollte jeder in Westerbork bleiben. Und viele hatten trotzdem sehr viel Angst. Und ich bekam das mit, aber ich wusste nicht, worüber man redete. Ende Oktober war das Lager sehr voll und man brauchte mehr Leute bei der Administration. Und so bekam mein Vater eine höhere Stelle. Mein Vater war also in der Antragestelle. Was ist eine Antragestelle? Es war nämlich unwahrscheinlich, wie viele Möglichkeiten es gab im Lager, um eine Sperre zu bekommen. Eine Sperre hieß, dass man nicht deportiert wurde. Und eine Antragestelle, das waren 3 Leute,
Und die durften das Lager verlassen. Die durften Mühe tun, um für die Häftlinge, die im Lager waren, um für die, die Beweise zu finden, dass sie Recht hatten auf eine Sperre. Sperre konnten bekommen diejenigen, die zum Beispiel ein Jude mit einer Nichtjüdin verheiratet war. Wenn man das beweisen konnte, aber wer konnte das schon beweisen, dann war man frei. Aber mein Vater und die Gruppe hatten durch den Widerstand Kontakte in Amsterdam oder in Den Haag, die zwei wichtigsten Städte damals, wo man Priester kannte, die bereit waren, Papiere zu geben, die antidatiert waren. Man hatte eine Sperre, wenn man viel bezahlt hatte. Das war die sogenannte Diamantsperre. Mein Vater war also bei der Administration und dann geschah ein Wunder. Wir konnten weg aus der furchtbaren großen Baracke. Es war Ende Oktober 1942 und wir bekamen so ein kleines Häuschen. Das Häuschen hatte Heizung. Das war natürlich wunderbar. Dann hatte man sein eigenes Klo. Und man hatte eine Mini-Küche. Das war herrlich, denn man hatte jetzt ein wenig Privatraum um sich herum. Das Zimmer wurde an Wochenenden benutzt, um zusammenzukommen. Sonntags wurde nicht gearbeitet. Sonntag gab es Sport. Sonntag konnte man spazieren gehen im Lager. Sonntag war man frei. Wenn man so zusammen war in dieser Wohnung, in diesem Zimmer, da kamen die Leute und spielten Karte und spielten Schach. Es waren Gruppen, die über Politik sprachen. Aber ich musste um 7 ins Bett. Ich habe nie etwas mitgekriegt, worüber die sprachen. Habe nie etwas davon verstanden. Ich musste immer 7-Jährige, 8-Jährige früh ins Bett. Es waren auch Pärchen, die sich da formten, natürlich im Lager. Und die saßen dann gemütlich in so einem Zimmer. Und dann später kam der Mann zu meinem Vater und sagte, du Hans-Wei, kann ich morgen mit meiner Freundin ein Stündchen alleine in deinem Zimmer sein? Man hatte kein Privatleben. Und so sorgte man, dass man entweder mit seiner Frau, seiner Freundin oder seiner Geliebte ein paar Stunden alleine verbringen konnte. Denn es waren viele Ehen, die dort kaputt gingen. Für die Erwachsenen waren es furchtbare Zeiten, furchtbare Spannungen. Aber es war viel, um zu entspannen. Zum Beispiel gab es ein Kabarett. Der Lagerkommandant, der war ein Kulturmensch. Er hatte eine gute Kinderstube gehabt. Er war gut erzogen worden. Er liebte Kunst. Er liebte Musik. Er ließ sogar ein ganzes Orchester entstehen im Lager Westerburg. Das Kabarett, da saß er auf der ersten Reihe. Kabarettiers, Schauspieler, die waren genau wie wir vor dem Krieg nach Holland gekommen und dann natürlich gefangen in Westerburg. Solange die aber eine gute Revue hatten, waren die auch auf einer sogenannten Sperre, weil da wurde nicht drüber gesprochen, das war eigentlich so, brauchten die nicht weg. Aber zum Schluss wurden die alle nach Theresienstadt abtransportiert. Und man weiß, von Theresienstadt sind viele Züge nach Auschwitz weitergegangen. An so einem Kabarettabend saß
der Herr Kommandant auf der ersten Reihe und fand es toll. Es war sogar so, dass er seine Kollegen, die in Den Haag waren, die SSer, oder in Amsterdam, einlud bei seinem Kabarett. Die konnten kommen und die genossen. Jeder klatschte, aber die SS klatschte nicht, denn für Juden klatscht man nicht. Es war eine Frau, hochschwanger, aber 2 Monate zu früh kam ihr Baby. Und sie ging ins Krankenhaus. Und der Oberarzt, der Chefarzt, ein Jude, der ging zum Gemmeger, zum Kommandanten und sagte: Herr Obersturmführer, ich brauche einen Brutkasten. Wenn ich den nicht habe, stirbt mir das Baby. Ich habe keinen Brutkasten. Und der Kommandant hat dafür gesorgt, sofort, dass aus dem großen Groningen, das war eine halbe Stunde fahren, dass dort ein Brutkasten aus dem Krankenhaus geholt wurde. Na, das Baby überlebte, musste so ein halbes Jahr im Krankenhaus bleiben. Und die Mutter durfte dann das Baby nach einem halben Jahr mitnehmen in ihrer Baracke. 2 Wochen später auf Deportation. Mutter und Baby und Ehemann. Verstehen wir das? Es ist nicht zu fassen. Noch so eine Geschichte. Ein ganz kleines Mädchen von noch nicht einmal einem Jahr musste operiert werden. Eine sehr komplizierte Sache. Der Chefarzt ist wieder zum Gemmeker. Und der hat gesorgt, dass das Kind nach Groningen gebracht wurde. Und dort wurde es operiert. Und das gelang, wo kam dann nach einer Weile zurück nach Westerbork und blieb noch lange im Krankenhaus. Und als das Kind gesund war, mit Vater und Mutter, deportiert nach Polen. Es waren auf die Dauer nicht mehr viele übrig, als September 1944 die letzten Züge weggingen. Bevor es soweit war, mussten auch wir weg nach dem Osten. Das war im Februar 1944. Und ich erinnere mich, wie wir da gesessen sind, vor unserer kleinen Baracke, mit ganz wenig Bagage, Gepäck. Man durfte kaum was mitnehmen. Als ein unglaubliches Geschehen unser Leben gerettet hat. Bereits seit einer langen Zeit bombardierten die Alliierten von England aus Deutschland. Die Städte wurden jeden Tag bombardiert. Aber die Bomber, die konnten nicht damals hochfliegen. Die konnten nur mit ihren schweren Bomben ziemlich niedrig fliegen. Die sahen in Westerbork, was ja so nah an der deutschen Grenze liegt, diesen riesen Schornstein und dachten, das ist eine Fabrik in Deutschland und haben angefangen zu schießen, gerade an diesem Dienstagmorgen, wo wir und alle anderen saßen vor unserer Baracke, um deportiert zu werden. Wir sind alle weggerannt, unter unser Bette gekrochen. Und alles vorbei war, da waren 2 Tote. Da ging der Transport nicht. Nicht nur das, die Liste wurde zerrissen. Und so sind wir nicht auf Transport gestellt. Mein Vater hielt es in Westerbork nicht mehr aus. Und er wollte freiwillig mit einer der letzten Transporten nach dem Osten, mit Mutter und mit mir. Durch die Stelle, die er hatte, bei dieser Antragestelle, da hatte er es nicht leicht mit den Leuten, die die Anträge machten.
Es waren, die zu ihm kamen und sagten, du Weil, hör mal, bitte, 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 tu dein Bestes, ich hoffe, dass es dir gelingt. Ich hab noch eine goldene Uhr, die kriegst du von mir. Oder wenn wir es überleben, dann kriegst du später eine Wohnung. Also alles Mögliche hat man offriert. Aber es gab andere, die haben gedroht. Die haben meinem Vater gesagt, du Weil, wenn es dir nicht gelingt, dann tue ich deiner Frau was an, ich tue deiner Tochter was an. Er ertrug das nicht mehr. Sein bester Freund, er hat meinen Vater überredet. Er hat ihm gesagt, du, wir wissen ja nicht genau, was im Osten ist, aber wir wissen genau, was wir hier in Westerbork haben. Der Krieg dauert nicht mehr lange. Du musst hier bleiben. Und mein Vater ist geblieben. Dann waren nur noch 900 Häftlinge übrig im Lager. In den großen Städten in den Niederlanden sind Tausende, Tausende umgekommen von Hunger. In Westerbork nicht. Wir hatten genau das Gleiche, wenig und immer dasselbe zu essen, wie immer. Als es so April 1944 wurde, jedenfalls war klar, dass der Krieg fast zu Ende war. Und eines Tages, so rund den 9. April, verließen alle SS das Lager. Denn die Alliierten waren sehr nah. Und die wollten zurück nach Deutschland. Und da waren wir ein paar Tage allein. Wir konnten nirgends hin. Man hörte überall, wie geschossen wurde. Wenn man rausging aus dem Lager, dann hatte man das Risiko, dass man erschossen wurde, dass man mitten in den Gefechten reinkam. Und so blieben wir, meine Eltern und ich jedenfalls und die meisten, wir waren noch genau 876, als am 12. April morgens die Kanadier kamen und uns befreiten. Das war natürlich wunderbar, denn für uns Kinder, wir bekamen Schokolade. Die Erwachsenen bekamen Weißbrot, wir auch, und Zigaretten, amerikanische Zigaretten. Und wir bekamen auch Kaugummi. Keiner hatte noch jemals Kaugummi gehabt. Jedenfalls, das war toll. Wir konnten aber nirgends hin, denn der Krieg war in den Niederlanden noch nicht zu Ende. Inzwischen hat mein Vater sogar ein paar Mal in Kleve für sein Gymnasium gesprochen, über seine Zeit in Kleve, seine Jugend. Und er sagte mir immer, wir müssen immer drüber reden. Wir dürfen nie verschweigen, was passiert ist. Und das habe ich mir in meinen Ohren geknöpft. Aber gut, ich habe gearbeitet und dann plötzlich habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt, der aber viel älter war als ich. Der lebt in Amerika und wir haben schöne Zeiten zusammen erlebt, aber leider ist er dann in 2007 gestorben. Und da wurde mir klar, dass ich gerne meine Geschichte erzählen würde für Schulen. Denn wenn ich in der Schule war und am nächsten Tag war Freundin Maria nicht mehr da, dann sagte ich, wo ist sie denn? Ja, die ist weg mit dem Zug. Das war für mich eine normale Antwort. Ich bin mit dem Zug gekommen und wusste, eines Tages würde ich wieder einen Zug nehmen, irgendwo anders hin. Also mich hat das nicht außerordentlich beeindruckt. Es kamen wieder neue. 2% haben überlebt. Kein anderes Land, wo so viele Juden ermordet worden sind. Prozentual. Höchste. Und warum? Weil die Holländer, nicht Juden, so viele die Juden verraten haben. Der höchste Prozentsatz Verrat gab es in den Niederlanden. Wahnsinnig. Ja.
Aber ich lebe. Und ihr lebt auch. Und ihr wird die Geschichte lebendig halten. Das ist mein Ziel. Haltet die Geschichte lebendig. Ach so, Sie haben das behalten, um sich selber zu erinnern. Nein, mein Lieber, um dich daran zu erinnern. Scheinbar.